So, hallo. Ich erzähle wieder was in meiner kleinen Vortragsreihe Life, the Universe and Everything. Kurzvorträge zu irgendwelchen dämlichen Themen, die mir gerade also einfallen und auf die ich Lust habe. Wobei mir total egal ist, ob ihr darauf Lust habt. Bisher hat das aber ganz gut geklappt. Deswegen der Meinungsverstärker. Richtig. Deswegen der Meinungsverstärker. Also, heute soll es um das Thema Tauchen gehen. Und zwar auch wieder so ein bisschen aus technischer Sicht, so was ist da, wie geht das eigentlich so? Man kennt das ja immer so aus so Film und Fernsehen und vielleicht interessiert sich ja auch jemand dafür. Wenn man jetzt also tauchen will, dann geht man ins Wasser. So, dann hat man da so ein Problem. Wasser ist nicht nur nass, Wasser ist auch kalt, weil Wasser eine 24 mal höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft hat. Das heißt, euch wird auch 24 mal schneller kalt da drin. Was blöd ist, weil Unterkühlung ist echt nicht gut. Da geht man nämlich tot bei. Und das Problem ist, also selbst wenn man jetzt irgendwie im Roten Meer oder in irgendwelchen solchen ähnlichen Badewannen mit Warmwasser tauchen geht, ist das Problem, sobald man ein bisschen tiefer runter geht, wird es trotzdem kalt. Deswegen zieht man sich an. Und zwar meistens einen Tauchanzug aus Neopren. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so aufgeschäumtes Gummi. Und da ergibt sich das dann, dass man zwischen dem Körper und dem Neopren eine dünne Wasserschicht hat. Also der Anzug läuft sozusagen voll. Und dadurch, dass das Neopren eben mit Luft gefüllt ist, hat man so eine Isolationsschicht zu dem kalten Ozean draußen. Und die dünne Wasserschicht hält einen dann warm. Wenn man das also geschafft hat, ist man schon mal warm. Gibt es aber so ein anderes Problem. Man ist nämlich voll mit Luft. Und das Neopren ist ja wie gesagt auch voll mit Luft. Das heißt, man schwimmt oben. Das will man aber eigentlich nicht. Oh, mir fällt gerade auf, die Transparenz geht auf dem Bildschirm nicht so richtig. Das wird gleich doof. Oh, naja, wir gucken mal. Deswegen muss man sich dann eben beschweren. Dazu gibt es die pragmatische Lösung, einfach Bleigewichte an einen dran zu hängen. Ich habe hier mal ein sehr schönes Modell für unsere Brownies, wie auch immer man das ausspricht, gewählt. Die schnallt man sich so um, dann ist man schwer genug und sinkt zu Grund. Wenn man jetzt am Grund ist, ist man eben unter Wasser und ihr werdet das gemerkt haben, ihr könnt unter Wasser nicht atmen. Das ist blöd. Deswegen, Sauerstoff möchte man schon haben. Aber man möchte auch keinen reinen Sauerstoff, das ist nämlich auch so ein lustiger Irrtum, der immer wieder ist. So eine Tauchflasche, so eine Gasflasche, die man dann sich so auf den Rücken schnallt, enthält nämlich keinen reinen Sauerstoff. Das wäre nämlich ziemlich blöde, weil Sauerstoff ab ungefähr 1,7 Bar, das ist so, ne? Bisschen über 1,5 Meter oder so, toxisch wird. Das heißt, wenn ihr reinen Sauerstoff auf dem Rücken hättet und würdet in einem normalen Swimmingpool tauchen gehen, wäre es nicht so gut. Dann bleibt ihr da nicht unten. Und an diese Gasflasche schließt man jetzt zwei Dinge an, nämlich die erste und die zweite Stufe. Da habe ich jetzt so ein Bildchen. Die erste Stufe ist dieser Knubbel hier. Die schraubt man sozusagen direkt auf die Druckluftflasche, die meistens mit so 200 bis 300 Bar, je nach Bauart sozusagen gefüllt ist, drauf. Und die hat dann ein oder mehrere Hochdruckabgänge, wo also tatsächlich der volle Flaschendruck drauf geht und Niederdruckabgänge. Was da rauskommt an Druck, ist abhängig von der Tauchtiefe. An den Hochdruckabgang schließt man das Finimeter an. Das ist so ein Druckmesser sozusagen. Das ist hier auf dem Bild dieses Teil. Da kann man dann eben ablesen, wie viel Bar man noch auf der Flasche hat, was sozusagen der direkte Füllstand ist. Und bei den Niederdruckabgängen schließt man die zweite Stufe an, das ist sozusagen das Mundstück, also das Teil, was einem direkt Sauerstoff oder Druckluft in dem Fall eben zum Atmen zur Verfügung stellt. Und der sogenannte Oktopus, das ist einfach ein zweites Mundstück, was man immer mit sich führt, für Notfälle, wenn dem Tauchpartner irgendwie die Luft ausgeht. Und was man da noch anschließt, ist das Jacket. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich habe jetzt noch
irgendwie ist die Präsentation hier nicht so, wie ich es gedacht habe. Schade. Ja, ich habe hier ein Bild von der zweiten Stufe in aufgeschnitten. Also die Lappen hier sind quasi so Gummistücke, die, auf die man sozusagen drauf beißt. Also das Teil, der Teil hier befindet sich im Mund. Und wenn man jetzt einatmet, dann schafft man hier sozusagen einen Unterdruck, zieht dadurch dieses Diaphragma, wie sich das nennt, zu sich ran, löst dadurch eine Hebelmechanik aus und dann strömt eben Luft rein. Das heißt also, sobald ich einatme, kommt Luft. Wenn ich nicht atme, kommt auch keine Luft. Was sehr praktisch ist, weil dann die Flasche viel länger hält. ja, also jetzt sind wir unter Wasser, sehen gut aus, haben Spaß, haben Luft, können da eine Weile bleiben. Aber unten bleiben ist ja auch irgendwie doof. Deswegen wollen wir eigentlich so in die Mitte, also so tarieren nennt man das im Tauchen. Dazu gibt es das sogenannte Tarier-Jacket oder Tarier-Weste. Das sieht so ähnlich aus wie so ein Rucksack. Ist halt eine oder mehrere Blasen, Luftblasen sozusagen drin, die man B und N füllen kann. Und zwar eben über die Flasche. Das heißt, wenn man irgendwie da viel am Rumtoben ist, ist der Atemsauerstoff auch irgendwann leer. Also die Atemluft. Ja, und damit kann man sich dann eben sozusagen variabel im Wasser im dreidimensionalen Raum bewegen. So, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man natürlich auch die Augen mal aufmacht. Ich weiß nicht, ob ihr das im Schwimmbad könnt, ihr Augen aufmachen, wenn ihr unter Wasser seid. Bei mir ist das nicht so geil. Deswegen zieht man sich eine Tauchmaske auf. Im Prinzip, wie man das so kennt, eine Taucherbrille, die einzige Besonderheit, die die eben haben, ist diese Gummiabdeckung über der Nase, weil einerseits ist das reflexartig so eine Sache, wenn man einatmet und also unter Wasser, man atmet durch dieses Mundstück ein und hat die Brille nicht auf, dann zieht man meistens auch automatisch auch durch die Nase Luft, in dem Fall dann eben Wasser. Deswegen ist das ganz gut, die abzudecken, und die ist auch, das ist flexibel, also Silikon oder Gummi, damit man sich die Nase auch zudrücken kann, weil man das für den Druckausgleich braucht. Genau, und dann möchte man sich auch noch ein bisschen fortbewegen. Dazu guckt man sich bei den Fischen was ab und schnallt sich einfach Flossen an die Füße. Zur größeren Irritation habe ich hier jetzt auch Schwimmflossen abgebildet und keine Gerätetauchflossen. Aber da könnt ihr euch dann selber informieren, was dann der Unterschied ist. ja. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch coolen Nerdkram beim Tauchen. Nämlich Tauchcomputer, die einem dann so Sachen ausrechnen, wie lange man noch unter Wasser bleiben kann, ohne Dekompressionsstopps zu machen. Das erkläre ich jetzt auch nicht näher, aber damit kann man sich dann auch schöne Statistiken erstellen, wie lange war man, in welcher Tiefe und so weiter und so fort. Da gibt es sehr schöne Modelle für tollen Nerdspaß. Sogar in Open Source. Echt? Ja. Open Source höre ich gerade, sehr schön. Ja, wenn man das machen möchte, braucht man meistens einen Tauchschein, nennt sich auch Brevet. Da gibt es dann wieder verschiedene Verbände, so die drei großen sind SSI, Scuba Schools International, PADI, wo mir die Abkürzung gerade entfleucht ist. Put another dollar in. Deswegen habe ich da auch so Rage Faces genommen, weil die sich natürlich gegenseitig hassen. Deswegen ist ja auch so ein kleiner Abstand, und da kommt dann der Verein Deutscher Sporttaucher. das System ist eigentlich CEMAS. CEMAS heißt das. Ja, stimmt. Hasse auch wieder. Hasse war. Hasse Räsch, Junge. Das weiß ich nicht, interessiert mich nämlich nicht. nein. Ja. Genau. Und wenn man dann zu einem von diesen Verbänden hingeht, kann man eben auch zum Beispiel mal selber tauchen gehen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr irgendwie Don oder mich mal befragen zum Thema Schnuppertauchkurse und sowas. Kann man alles machen, bringt viel Spaß, und es gibt auch in deutschen kalten Seen mehr zu sehen, als man denkt. Man muss nicht unbedingt gleich ans Rote Meer oder so. Und das war's. Was gibt's da so zu?